Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu timetodo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Heute am Mittwoch unser Thema Command, Kommentare zum Zeitgeschehen. Ja, es sind turbulente Zeiten. Jeden Tag werden wir durch andere Schreckensszenarien auf die Mängel in unserer Welt hingewiesen, die dann doch nicht so toll gelöst wurden. Und wenn wir uns einmal getrauen, genau dahinter zu schauen, was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass doch nicht immer mit dem gleichen Maß gemessen wird. Vielfach stelle ich auch fest, dass immer dann, wenn der Profit im Vordergrund steht, die Menschenrechte in den Hintergrund treten. Und immer wieder, und so ist es leider noch auf unserer Welt, ist Gesetz und Recht nicht das Gleiche. Ich habe auf einer Seite im Internet auch wieder von einem meiner vielen freien Redakteuren unter den Zuschauern einen Passus bekommen, der gut dieses Thema beleuchtet. Den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Da schauen wir jetzt einmal hinein. Und zwar ist er tituliert, jetzt muss ich nur mal gucken, jetzt muss ich da mal die Ansicht auf den Vollbildlesemodus machen und dann machen wir das noch etwas größer. So, ich zeige Ihnen diesen Text einmal, dass Sie sehen können, was ich meine. Auf der Website www.freitum.de 2012 über die Sonderrechte ist da Folgendes zu lesen. Der schützenswerteste Teil, der schwächste Teil einer Gesellschaft ist stets das Individuum. Das Ich, egal ob männlich, weiblich, schwul, lesbisch, behindert, Kind, Erwachsener etc., ist als Mensch nur dann mit einem Menschenrecht gesegnet, wenn dieses Recht für alle Menschen gilt. Ein solches Recht kann es im heutigen Rechtspositivus nicht geben. Was heute sich als Recht gebiert, ist nichts anderes als politische Macht, die in Gesetze gegossen wird. Mit Recht hat es nichts zu tun. Recht steht über der Willkür von Herrschaft. Es steht über dem Prinzip, Mehrheiten entscheiden zu lassen, was rechtens ist. Recht ist ein universell gültiges Phänomen, das daher nicht nach Belieben festgesetzt, sondern nur gefunden werden kann. Das Naturrecht bietet dem Menschen ausgehend vom Standpunkt des Individuums ein Recht an sich selbst und davon abgeleitet auch ein Recht an der Freiheit, sein eigenes Leben leben zu dürfen. Sobald wir von dieser Rechtsauffassung abrücken und ein staatliches Rechtsmonopol gründen, führt dies dazu, dass man immer jemanden zwingen kann, ein bestimmtes Recht einer bestimmten Gruppe von Menschen zu liefern. Die Möglichkeit jedoch, jemanden zwingen zu können, gewisse Rechte zu liefern und nur bestimmten Gruppen vorbehalten sind, führt zur Unfreiheit, sich nicht im vollen Umfang selbst besitzen zu dürfen und zweitens führt es zu einer Ungleichheit von Rechtsausstattung, mit denen diverse Gruppen von Menschen per Gesetz ausgestattet werden. Wenn man immer jemanden zwingen kann, jemanden ein gewisses Recht zu liefern, dann kann man nicht behaupten, dass dies eine philosophische Grundlage der aktuellen Rechtsauffassung sei, in der das Ich der schwächste Teil der Gesellschaft geschützt wird. Und insofern werden natürlich die individuellen Rechte aller Menschen auf diese Weise gegeneinander ausgespielt und vernichtet, weil das ein politisches Spiel ist. Es geht nicht um Wahrheit, sondern um Macht. Es geht um Herrschaft über Menschen und dazu bedarf es der Unterstützung von einer gewissen Anzahl an Menschen. Aber es handelt sich nicht um Freiheit, es handelt sich nicht um tatsächliches Recht. Es handelt sich nur um Gesetze, die man festsetzt, die im Laufe der Zeit genauso inflationiert wurden wie das staatliche Zwangspapiergeld. Meine Damen und Herren, das war ein kleiner Exkurs zum Thema, was ist Recht? Und bei diesem Text, wenn Sie den lesen, dann stellen Sie fest, dass wir doch in einer gewissen Zwangslage uns befinden. Ich nehme dazu einmal noch einen anderen Titel hervor, der gut in dieses Thema passt. Und dieser sehr bekannte Mann
hat schon vor Jahrzehnten Kommentare abgegeben, vor Jahrzehnten Bücher geschrieben, wo es darum ging, darzustellen, was von einem Recht, was da wirklich für den einzelnen Bürger Recht ist. Und da muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass er sehr genau eigentlich die heutige Zeit und den Fortschritt in der heutigen Zeit erkannt hat. Und er war ein großer Gegner von zu viel Bürokratie, was heute immer mehr in der Stimme des Volkes laut wird. Schauen wir uns einmal diesen Artikel an. Drei Viertel Sozialismus. Das ist die Überschrift aus einem Absatz, der in der Schweizer Zeit, die Schweizer Zeit, glaube ich, ist das Presseorgan der SVP. Das will nicht heißen, dass da nur gute oder schlechte Sachen drinstehen. Ich habe einfach viele Zeitschriften, die ich analysiere und schaue mir an, was da geschrieben wird. Die letzten Worte von Roland Bader über Euro, Überschuldung, Zwangsherrschaft und Dreiviertelsozialismus. Er schreibt, die Frage, Sie sprechen in Ihren Publikationen davon, dass wir gar nicht in einem kapitalistischen System leben. Worin leben wir denn? In einem Dreiviertelsozialismus, große Sektoren der Volkswirtschaft, wie beispielsweise das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und das Rentenwesen, sind weit überwiegend staatlich. Die Staatsquote, also der Anteil der staatlichen Ausgaben an der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung, liegt bei 50%. Das bedeutet, dass die Hälfte des Sozialproduktes, also dieses sogenannten Bruttoinlandsproduktes, BIP, durch staatliche Hände fließt. Noch schlimmer ist, dass das Geld, staatsmonopolistisches Zwangsgeld, einziges gesetzliches Zahlungsmittel und also sozialistisch ist. Ebenso das planwirtschaftlich dirigierte Zinssystem. Somit ist der gesamte Blutkreislauf der Volkswirtschaft bestehend aus Geld und Zins sozialistisch. Ein solches System kann nur zusammenbrechen. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann. Wir sehen derzeit keine Krise des Kapitalismus, sondern eine Krise des Sozialismus, wie überall, wo der Sozialismus eingeführt wurde. Das vollständige Interview von Roland Bader lesen Sie in der März-Ausgabe Nummer 120 des Magazins Eigentümlich frei oder unter www.ef-magazin.de. Dort ist klar und deutlich definiert, dass auch Rechtsauslegung bzw. eine Beschneidung der ständigen Rechtslage und wenn Sie heute, wie gesagt, von Norden nach Süden durch Europa fahren, dann müssen Sie mit Schrecken eins feststellen, dass in einem Land etwas erlaubt ist, was bereits 2, 3, 4, 500 Kilometer weiter verboten ist und Sie damit ins Gefängnis kommen können und dass wir teilweise über Gesetze verfügen, die aus dem vorigen bzw. vorvorigen Jahrhundert sind, ist mir selbst schon passiert, dass dann Artikel herzitiert werden, die längst in Vergessenheit geraten sind und unter einer ganz anderen Realität zustande kamen. So sind wir wieder bei der Forderung Gesetze mit Verfalldatum. Das würde die Regulierungswut vieler Politiker einschränken, da sie sich nach gewissen Zeiträumen immer wieder mit den Gesetzen beschäftigen müssen, die sie bereits erlassen haben. Und das dazu führen würde, dass wir immer die Gesetze, die alten, anpassen. Das heißt, eine übersichtliche Menge an Gesetzen hätten, die auch das Volk verstehen kann. Wenn Sie heute einmal in Deutschland zum Beispiel alle Gesetze, die einen Bürger im Laufe seines Lebens betreffen, aufeinanderpacken, hätten Sie in der Größe eine Europalette, das heißt 80 mal 120 cm, einen Stapel von ungefähr 25 cm Höhe. Dass das niemand durchblicken kann, ist selbstredend. Also, was wäre denn zu tun? Es wäre doch wichtig, heute wieder anzufangen, Gesetze zu machen, die die Menschen verstehen können und nicht Gesetze zu machen, wo ich einen Rechtsberater, einen Anwalt, einen Advokaten hinzuziehen muss, dass der mir überhaupt erklärt, was im Gesetz steht. Gesetze werden für Menschen gemacht und Gesetze dürfen nur so gemacht sein, dass sie auch der normale Mensch, ohne dass er einen Anwalt konsultieren muss, verstehen kann. Der Anwalt ist eigentlich nur der Überwacher des Systems, wenn es zu Streitigkeiten kommt. Aber heute ist es vielfach so, dass ohne diese Berufsgruppe gar nichts mehr geht. Schauen wir uns in der gleichen Zeitung einen anderen Artikel an, der titelt mit
der Überschrift von Griechenland, Erdbebenversicherung und anderen Bürokratie-Tigern. Rauchergesetz, Rasergesetz, Hundegesetz, Tantenverordnung. Jedes Jahr werden hunderte unnötiger Gesetze diskutiert und verabschiedet. Die Regulierungswut ist über unsere Schweiz hereingebrochen. Die Konsequenzen spüren die Bürger und Unternehmen tagtäglich. Bürokratie kostet Zeit, Geld, Nerven und schließlich unsere Freiheit. Diese gefährliche Entwicklung muss jetzt der Riegel geschoben werden. Der Weg zurück ist schwerfällig und lange. Dies können wir heute in Griechenland und anderen überschuldeten Staaten der EU hautnah miterleben. Griechische Bürokratie. Ziel war in Griechenland nicht mehr die Administration von staatlichen Aufgaben, vielmehr deren Selbsterhalt. Obwohl tausende Angestellte für die Steuereintreibung zuständig waren, zahlte kaum mehr jemand seinen Beitrag an den Staat. Neue Gesetze wurden geschaffen, neue Arbeitsplätze für Beamten wurden erstellt und gefestigt und deren Loyalität gesichert. Wohin hat es geführt? Die maroden Staatskassen müssen dringend saniert werden. Dies zwingt Griechenland nun zu drastischen Maßnahmen. Aber genau die Bürokratie steht wiederum im Weg. Griechenland würde gerne einige seiner Inseln an private Investoren verkaufen. Die jahrelange bürokratische Schlendrian macht diesem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung. 2500 verschiedene Bewilligungen, Lizenzen und Formulare werden benötigt, um schließlich eine solche Insel zu kaufen. Notabene vom eigenen Besitzer. Allein der Aufwand zur Beantragung, Prüfung und Kontrolle verschlingt wieder einen beträchtlichen Teil des aus dem Verkauf verdienten Geldes. Abgesehen davon, dass sich unter solchen Umständen wohl kaum ein Käufer findet. Was, liebe Zuschauer, lesen wir und hören wir aus diesem Artikel? Was steht da zwischen den Zeilen geschrieben? Eine Warnung. Wir glauben zwar immer, nein, in unserem Staat ist das nicht so. Hier haben wir eine schlanke Verwaltung. Die Zuschauer, die sich an eine der vorangegangenen Command-Sendungen erinnern, die werden vielleicht mal diese Statistik sich in Erinnerung rufen, dass die Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Beamte hat als Deutschland und das, wo ich immer sage, Deutschland ist bereits ein Beamtenstaat, sollte uns zu denken geben. Auch die vollmundig angepriesene Aussage, dass der Bund jährlich 1500 Stellen schafft. Überlegen Sie einmal, wo das hinführen soll. Wenn immer mehr Menschen beim Staat beschäftigt sind, müssen auch immer mehr Steuern eingenommen werden, um diese Beschäftigten zu finanzieren. Und es führt zu einer einseitigen Meinungsmache. Denn Sie kennen den alten Spruch, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also, was führt uns aus dieser Zwangslage heraus? Freiheitliches Denken. Freiheitliches Denken bedeutet, Selbstverantwortung zu übernehmen und genau zu beachten, welche Gesetze in welchem Rahmen wirklich nötig und zweckmäßig sind. Wenn ich hier dieses Thema des Rauchergesetzes mir anschaue, gestern Abend in einem anderen oder vorgestern Abend in einem anderen Zusammenhang mit der Thematik Gesundheit, ging es immer wieder darum, dass immer noch gewisse Organisationen auf dieser ganzen Raucherwut herumpicken. Das ist einfach auszumachen, da kann man sich austoben und profilieren, obwohl, wie ich immer sage, man genau dahinter schauen muss, um festzustellen, um was es da eigentlich geht. Denn wenn der Schutz der menschlichen Gesundheit so im Vordergrund stehen würde, dann müssten wir nicht beim Rauchen beginnen, da gibt es viel, viel mehr Problematiken, die tagtäglich dazu führen. Eine dieser Problematiken haben wir auch wieder in einem anderen Artikel aufgezeigt, wo wir sehen, dass es überhaupt nicht so sehr um die Dinge in der Materie geht. Nein, es geht um ganz andere Problematiken. Dieses System, was sich immer auf diesem sogenannten Zins-Zinseszins-Wahnsinn aufbaut, wie auch in allen kapitalistischen Ländern dieses Planeten, haben wir das gleiche Problem. Der Mensch gerät zum Ende der Spirale hin, die sich so im 30- bis 50-Jahres-Zyklus, je nachdem, wie schnell die wirtschaftliche Entwicklung und der Wachstumswahnsinn von sich driftet, immer wieder in den gleichen Richtungen und kollabiert immer wieder. Zum Ende dieses Zykluses werden die Menschen unglaublich belastet. Und das ist das, wovor ich immer wieder warne und sage Ihnen, machen Sie die Augen auf und treten Sie mal einen Schritt zurück und beobachten sich selbst. Denken Sie daran, liebe Zuschauer, wir leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu leben. Das ist ein großer Unterschied und wenn wir heute
Technologien und Möglichkeiten zu unserem Wohle nutzen würde, könnten wir viel mehr Freiraum schaffen. Aber was tun wir? Wir nutzen sie zum Profit Einzelner. Das ist zwar ein schizophrenes System, aber kaum jemand scheint es zu durchblicken, weil immer noch die Meinung herrscht, der Unternehmer wäre Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist eigentlich der von heute bezeichnete Arbeitnehmer, denn er gibt seine Arbeitsleistung, um überhaupt Profit zu erwirtschaften. Und der Unternehmer nimmt diese Arbeitsleistung und den Profit. Also, wenn wir das wieder in das Verhältnis stellen, stellen wir fest, dass da am System dringend sich was ändern muss, sonst wird die folgende Thematik uns irgendwann überrennen, denn die Zeichen stehen auf Sturm, was die menschliche Psyche betrifft. Schauen wir uns die Überschrift dieses Artikels an. Vorgespurte IV-Karrieren. Wenn ich mir diesen Artikel anschaue, schwieriger Einstieg junger Erwachsener mit einer psychischen Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, die Problematik der psychischen Krankheiten wird immer mehr, wird immer größer, nimmt immer mehr zu. Wir wissen aus den letzten Statistiken, da werden knapp 42%, glaube ich, 41, irgendwas Prozent psychisch Erkrankter an der ganzen IV-Rentengeschichte ausgewiesen. Das heißt, fast die Hälfte aller IV-Bezügler haben keine körperliche Behinderung durch einen Unfall, durch Geburt, durch was auch immer. Nein, sie sind psychisch krank geworden. Und jetzt schauen wir einmal in den Artikel hinein. Die Zahl junger Erwachsener, die eine IV-Rente beziehen, nimmt zu. Der Grund ist in den meisten Fällen ein psychisches Leiden. Der Berufseinstieg gestaltet sich schwierig. Dafür verantwortlich ist auch das System. Was sage ich? Derzeit wartet die Invalidenversicherung meist mit ermutigenden Nachrichten auf. Das Sozialwerk ist zwar weiterhin hoch verschuldet und nur dank befristeter Zusatzeinnahmen aus der Mehrwertsteuer sehen die Jahresrechnungen einigermaßen gut aus. Doch immerhin ist es gelungen, die Zahl der Neurenten zu reduzieren. Was ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn die Zahl sogenannter außerordentlicher IV-Renten steigt an. Der Trend geht schweizweit, wie aus Daten des Bundesamtes für Sozialversicherung BSV hervorgeht. 2006 sind 800 neue, 2010 1800. Die Zunahme zeigt sich exemplarisch in verschiedenen Kantonen, siehe Grafik. Die Quote in Zürich seit 2003 um 19% angestiegen, 2006 bezogen insgesamt 4.100 Personen eine IV-Rente. In hohem Maß junge Erwachsene zwischen 18 und 25. Das Gesetz schreibt vor, dass die IV den jungen Menschen mit einem diagnostischen Geburtsgebrechen nach der obligatorischen Schule als erste berufliche Ausbildung mitfinanziert und so weiter und so weiter. Und wenn ich da dann lese, dass zum Beispiel das Thema langfristige Folgen, Kindern wird das Ritalin oft in bester Absicht verschrieben, doch die Folgen können fatal sein, sagt Oskar Benziger. Die Psychopharmaka stellen die Kinder weitgehend ruhig, Eltern und Pädagogen werden kurzfristig entlastet. Diese Gruppe junger Erwachsener könnte aber langfristig zum gesellschaftlichen Problem werden. Niklas Bär stellt in der Praxis einen regelrechten Boom auf der ADHS-Diagnosen fest. Er bestätigt, dass diese Diagnosen für die berufliche Integration problematisch sein können. Eine solche Diagnose ist relativ schnell gemacht, doch sie ist selten eine gute Basis für die Eingliederungsplanung. ADHS kann alles und nichts heißen und oft handelt es sich um eine andere psychische Störung. Damit tut man der IV-Versicherten keinen Dienst, sagt Bär. Und wo es auch noch darum geht, ist im Prinzip, dass man immer wieder versucht, das Thema der Depressionen, da steht, die Berentungen aus psychischen Gründen nehmen zu, so auch bei jungen Menschen, in den meisten Fällen werden eine leicht psychische Störung, etwa Depression. Also ich weiß nicht, wer das hier geschrieben hat, aber wenn Sie einmal im Internet sich umschauen zum Thema Depression, dann war oft eine Depression, die nicht erkannt wurde, der Weg zum Suizid. Das heißt, leichte Depression und psychische Störungen, das müssen Warnsignale sein. Warnsignale an eine Gesellschaft, die ihre Jugend verschleißt. Glauben Sie denn wirklich, dass dieses
ADS oder ADHS oder AHDS oder wie heißt's? ADHS, dass das einfach von ungefähr kommt. In meiner Generation kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals dieses Krankheitsbild gab. Und wenn Junge unruhig waren, war das unter 100 vielleicht mal einer. Aber da gab es dann meistens im elterlichen oder im Sozio-Umfeld einen Grund dafür, wo man das feststellen konnte. Heute ist das anscheinend eine Alltagskrankheit geworden. So wie Alzheimer, Parkinson, Demenz, immer wieder kommen die gleichen Worte hoch und die gleichen Problematiken holen uns ein. Was können wir denn dagegen unternehmen? Warum fangen wir nicht an, uns mehr Zeit für unsere Kinder zu nehmen? Warum fangen wir nicht an, wieder wirklich Eltern zu sein? Warum geht ein System nicht dahin und sieht die Problematik, dass immer mehr ihre Jugend verheizt wird? Und dass somit geburtenstarke Jahrgänge, geburtenschwache Jahrgänge, das sehen wir auch von Jahr zu Jahr, das mag in der Schweiz noch etwas in der Waage sein, aber ich sage immer wieder, wie lange noch? Und wie lange werden sich die jungen Menschen noch hingeben, um sich in ein Druck- und Geldsystem eingliedern zu lassen, ohne jemals die Chance zu haben, frei über ihr Leben zu entscheiden? Denn Freiräume ist etwas, was dieses sogenannte Political Correctness System nicht zulässt. Ob das der Wunsch ist, alternativ zu wohnen, ob das der Wunsch ist, sich alternativ zu treffen und nicht im Mainstream mitschwimmen zu wollen, ob das der Wunsch ist, nach anderen Freiräumen in unserer Gesellschaft, nein, es wird versucht, alles zu regulieren und die Menschen zusammenzupressen. Vor kurzem sagte mir eine Dame, die angefragt hat und gesagt, sie würde gerne in ihrem Wohnwagen wohnen, das wäre ihr viel angenehmer. Draußen in der Natur bekam sie die Antwort, in der Schweiz wohnt man nicht in Wohnwagen. Ich weiß nicht, wer Mann ist und wer das zu sagen hat, aber ich weiß immer noch, dass jeder Mensch sich frei entscheiden sollte, wie er lebt und wo er wohnt und was er als Wohnraum für sich beansprucht. Aber wir haben uns vielleicht dahingesetzt und haben gesagt, wir wollen ein ordentliches System, wobei das Wort ordentlich schon wieder eine unglaubliche Regulierung bedeutet, wo alle Menschen hineingepresst werden in ein System, ob sie wollen oder nicht. Ich schaue mir noch einmal eine andere Thematik an, die mir hier begegnet ist. Und da musste ich auch wieder sagen, naja, es läuft immer alles in die gleiche Richtung. Europas Aufstieg und Verrat. Da ist auf dieser Schweizer Zeit hier, das ist die, glaube ich, sogar aktuelle Ausgabe vom 23. März, schreibt der Pfarrer Hans-Jörg Stückelberger aus Zürich. Die bürgerliche Gesellschaft wurde seinerzeit durch die 68er-Bewegung überrascht. Einer der wichtigsten Vordenker, Herbert Marcuse, bezeichnete damals den von den Menschen geschaffenen Wohlstand als eine neue Form der Versklavung. Ach, siehe da, dann habe ich mich einmal umgeschaut im Internet, um zu sehen, wer ist denn überhaupt dieser Herbert Marcuse gewesen und was hat der denn gemacht? Und siehe da, wenn ich dann mir das anschaue, geboren 1898, das ist fast so die gleiche Thematik wie mein Großvater, Krieg überlebt, studiert in Berlin Germanistik, deutsche Literaturgeschichte, Philosophie im Nebenfach, promoviert 1922. Rückkehr nach Freiburg. Fortsetzung des Studiums, Institut für Sozialforschung geleitet, übernimmt die Leitung der Zweigstelle des Instituts in Genf, anschließend geht er nach Paris, geht dann in den Wirren des Zweiten Weltkrieges, geht er nach New York und dann erscheint Reason of Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory, das 1962 erstmals unter dem Titel Vernunft und Revolution in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Wichtig, er arbeitete als Sektionschef im Office of Strategic Services in Washington der US-Spionageabwehr. Untersuchung am russischen Research Center, Harvard University, Veröffentlichung von Eros and Civilization, in deutscher Übersetzung Triebstruktur der Gesellschaft. Also ein Mensch. Und dann 64, One Dimensional Man,
Unter dem deutschen Titel Der eindimensionale Mensch erscheint hierin verdeutlicht Marcuse, dass im kapitalistischen System zwar dank immer neuer Technologien die anfallenden Krisen bewältigt werden könnten, jedoch um den Preis der Manipulation und des Konformismus. Dem könne man sich durch die Verweigerung entziehen. Marcuse teilt nicht den Pessimismus der anderen Vertreter der kritischen Theorie wie Horkheimer und Adorno, die die gesellschaftlichen Missstände zwar kritisieren, aber keine konkreten Lösungsansätze anbieten. Der eindimensionale Mensch, die Triebstruktur und Gesellschaft zählen zu den wichtigsten Büchern der kritischen Theorien, zu den Standardwerten der Studentenbewegung der 60er Jahre. Also er hat sogar damals mit der sogenannten außerparlamentarischen Opposition 68 Studentenunruhen in Berlin Vorträge gehalten, wurde dann als Gastprofessor an der Universität nicht mehr genommen. So viel zu Herrn Marcuse, wer das ist. Der Herr Pfarrer hier schreibt, in völliger Verkennung der Macht der Gewerkschaften meinte Marcuse, der Wohlstand mache die Arbeiter abhängig und bereit, sich zu unterwerfen. Die gesellschaftliche Umorganisation der parlamentarischen Demokratie bewirkte einen autoritären Führerstaat und komme nur kleinsten gesellschaftlichen Gruppen zugute. So Marcuse. Also, dass er da was verkannt hat, kann ich gar nicht feststellen. Wenn wir heute einmal genau hinschauen, wie in vielen Staaten das passiert, wie Gesetze am Volk vorbeigeschleust werden, ich sage da nur ACTA und SOAP und ähnliche Dinge, die immer wieder danach auftauchen und plötzlich dann huch zurückgenommen werden, weil man feststellt, ach Gott, wir haben ja dann auch ein Volk und das hat ja auch was zu sagen. Und da bin ich ganz anderer Meinung wie der Herr Pfarrer hier. Das sind genau die Problematiken, die uns heute in unseren demokratischen Staaten begegnen, durch einen Behörden und einen Apparat, wo das eine Rädchen ins andere hineingreift, wurden viele Freiheiten beschnitten oder, wie gesagt, durch Wohlstand wird der Arbeiter abhängig. Dazu gleich noch mehr nach unserer Werbepause. Ich danke Ihnen, dass Sie bei mir waren. Und wir sind wieder da bei timetodo.ch, Mittwoch, Comment, der Kommentar zur Zeitgeschichte. Ich war gerade eben dabei, Ihnen diesen Artikel, der da mit dem Thema sich beschäftigt, Europas Aufstieg und Verrat, der von dem Pfarrer geschrieben wurde, da geht es dann weiter. Menschliche Bindungen waren für Marcuse unterdrückende Kollektivitäten, der Wohlstandsstaat eine historische Missgeburt und das Leben in einer sozialen Pyramide eine unmenschliche Existenz. Harte Arbeit auf keine sinnstiftende, genuin menschliche Tätigkeit, sondern ein Hindernis für die Erkenntnis der Wahrheit und damit auch ein Hindernis auf dem Weg zur Freiheit. Und da hat er recht. Im Prinzip, wenn der Mensch mit Arbeit zugedeckt wird, wenn er dazu noch mit einer Masse an Informationen bombardiert wird, wird er ständig von seinem Inneren, von seinem Ruhepol, von der Möglichkeit zu reflektieren, abgehalten. Die eine Seite, die Arbeit muss er tun, um seinen sozialen und seinen gesellschaftlichen Status aufrechtzuerhalten, was den Menschen immer schwerer fällt, weil wir rennen Markensujets hinterher und meinen, etwas sein zu müssen, was wir eigentlich gar nicht sind und eigentlich nie sein wollten. Nur, es wird uns jeden Tag suggeriert. Schauen Sie sich die Werbungen an, gehen Sie an den Glitzermagazinen vorbei. Überall wird Ihnen suggeriert, was man haben muss, um sich wohlzufühlen, um toll zu sein, um in zu sein, um cool zu sein, um da nur einige sogenannte Pseudo-Zustände zu nennen. Was wir sein müssen, ist Mensch, und zwar in unserem ganzen Tun und Handeln. Aber hören Sie weiter. Daraus ergab sich für den Gewinn echter menschlicher Freiheit die Forderung nach dem Umsturz der Gesellschaft, der Welt, in der wir leben, uns vorfinden muss, begriffen, verändert, sogar umgestürzt werden. Damit leitete Marcuse und die anderen Vordenker und Mitläufer der 68er-Bewegung den direkten Angriff auf die göttliche Schöpfungsordnung in die Wege. Denn
Aufgebbar und unbestreitbar gehören die göttlichen Ordnungen von Ehe und Familie, aber auch die Arbeit und der Staat mit seinen Verantwortlichkeiten und den notwendigen Strukturen zu einem sinnvollen Leben und einer solidarischen Gesellschaft. Also, tut mir leid, Herr Pfarrer. Jetzt geht es schon so weit, dass anscheinend schon Gott sagt, wie ein Staat zu sein hat. Also wenn ich mich da auf der Welt so umschaue, in den ganzen sogenannten christlichen Staaten, da bin ich da etwas entrückt. Und zwar, ich möchte nur ein Beispiel sagen, dort, wo auch in vielen Staaten man sehr, sehr gläubig ist und lebt. Wenn wir über den großen Teich schauen nach Amerika, dann müsste Gott auch einverstanden sein mit Guantanamo und ähnlichen Dingen, dass ein ganzes Volk, ich spreche hier von Indianern, dass eine ganze Rasse, ich spreche hier von den Schwarzen, versklavt bzw. umgebracht wurden, dass wir heute das haben. Also wenn ich das alles lese und wenn ich mir dann angucke, was letztendlich da passiert in diesen sogenannten göttlichen Systemen, dann muss ich sagen, nein, Herr Pfarrer, da bin ich doch eher der Meinung von Marcuse, dass man hingehen muss und muss diese Systeme wieder menschlich machen. Und nur die Menschlichkeit und die menschliche Freiheit in all ihren Komponenten. Und was Sie eben in dem Thema Sonderrechte gelesen haben, trifft da genauso zu. Denn ich lese da zwei Worte drin, notwendigen Strukturen. Ja, wer legt denn notwendige Strukturen fest? Wenn heute sich eine Gesellschaft beginnt zu wandeln, gibt es immer die alten, mein Lieblingsausdruck, die Dinosaurier-Betonköpfe, die ständig am Althergebrachten, weil sie sich dort wohlfühlen, weil sie vielleicht ein Alter erreicht haben, wo sie zu träge geworden sind, sich noch mit Neuem zu beschäftigen. Und nach denen soll dann eine neue Generation leben. Immer noch ist mir der Satz im Kopf, der auf den Straßen 68 in Berlin gerufen wurde: Unter den schwarzen Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Und das genau ist der Ursprung. Evolution und Entwicklung bedeuten immer gleichzeitig Veränderung. Und Veränderung ist etwas, was unsere Welt so interessant macht. Ohne diese Dinge, ohne Borderliner, Grenzgänger, ohne dass neue Wege entstehen, indem sie gegangen werden, wäre keine einzige Erfindung, keinen einzigen Fortschritt und keine Fortentwicklung nötig gewesen. Es gab Zeiten, da wurden Menschen, die Wahrheit gefunden haben, die Erde dreht sich um die Sonne und ist eine Kugel, verbrannt dafür, dass sie die Wahrheit gesagt haben, nur weil sie einer Doktrin, die sich damals auch schon Kirche nannte, gefährlich wurde. Und wenn ich diese ganzen Sachen sehe und mir dann die Geschichte dieser sogenannten Kirche anschaue, dann frage ich mich immer, nirgends lese ich das Wort Nächstenliebe, Toleranz, Verständnis, in Liebe agieren. Ich lese immer nur, dass Doktrine umgesetzt werden sollen und dass alle die, die freiheitliches Denken haben und die nicht in ihrer Lebenserfüllung das Wort Arbeit sehen, dass das sind anscheinend die Outsider und nur die, die jeden Tag gebückt bis möglichst 65 und dann in die Kiste fallen, dass sie möglichst auch die Beträge, die sie eingezahlt haben, nicht mehr selbst in Anspruch nehmen können. Das ist heute das Idealbild eines Profitstaates geworden, denn viel nehmen, wenig geben und sich dabei noch gut fühlen. Das ist zwar ein Pseudo-Gutfühlen und glauben Sie mir, Ihr Körper reagiert entsprechend. Ich habe vor kurzem auch einmal gesagt, ich habe Zahlen gesehen, die auch mit dem Einkommen von Krebskranken in Verbindung standen. Und siehe da, je weniger das Einkommen war, desto geringer war die Zahl der Krebserkrankungen. Vielleicht sollte uns das auch etwas sagen. Schauen wir weiter, was der Herr Pfarrer so sagt. Die feministische Bewegung. Nach dem Abklingen der Studentenunruhen setzte der Feminismus zum Angriff auf das biblische Menschenbild an. Während Marcuse noch von unterdrückten Kollektivitäten redete, benennt der Feminismus ganz klar Ehe und Familie als entscheidende Hindernisse, die es zu beseitigen gilt. Ende des 19. Jahrhunderts forderten Frauen Zugang zu akademischen Studien. Frauen aus Pfarrhäusern gründeten Vereine für Frauenwohl und Frauenzeitschriften. Frauenrechtlerinnen forderten politische Rechte. In dieser Auseinandersetzung um die politische Emanzipation der Frau wurde das christliche Verständnis von Mann und Frau als von Gott geschaffene, komplementäre Form der menschlichen Existenz nicht
angetastet. Als der Feminismus auftauchte, waren die politischen Rechte der Frauen in den meisten europäischen Ländern weitgehend verwirklicht. Überlegen wir mal, wann das Frauenwahlrecht in Schweizer Kantonen eingeführt wurde. Auch wenn es vor allem am Arbeitsplatz noch viele Ungerechtigkeiten gab und gibt, nach wie vor verdienen Frauen im Schnitt 20% weniger für die gleiche Arbeitstätigkeit als Männer. Doch der Feminismus wollte nicht nur Gleichberechtigung. In seinen führenden Vertreterinnen ging und geht es um die Aufhebung der Ehe als innige Gemeinschaft von Mann und Frau. Feministinnen lehnen die Ehe mit den unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau als von Gott gegebene Identität und Kinder als ein Geschenk Gottes ab. Also, erstens immer mal dieses Wort Ehe. Dieses Wort Ehe ist eine Gemeinschaft, die uns so aufgegeben wird und dargestellt als von Gott gegeben. Überprüfen kann das keinen. Wir können nur glauben, dass die Menschen, die das über die 1000 Jahre, die 2000 Jahre immer wieder übermittelt haben, auch da bei der Wahrheit geblieben sind und dass nicht aus Eigennutz, wer die Kirchengeschichte liest, wer die Papstgeschichte liest, der kommt da ganz schön ins Grübeln, was da so alles passiert ist. Und da muss ich sagen, wenn ich dann das lese hier und man fühlt sich angegriffen, wenn Menschen auch andere Lebensformen leben wollen, dann muss ich immer wieder sagen, wenn doch das Wort Nächstenliebe und wenn doch das Wort und Gott führt uns auf den rechten Weg gilt, was müssen wir dann anfangen, diese Dinge zu verteufeln und immer wieder anzuschwärzen? Warum überlassen wir es dann nicht Gott, wenn doch Gott diese Ehe so gewollt hat und das alles mit der staatlichen Ordnung rauf und runter? Ja, er ist doch allmächtig. Und wenn er doch so allmächtig ist, wie gepredigt wird, dann können wir ihm doch überlassen, diese nach der Meinung der Kirche falschen Dinge wieder so zu richten, dass sie richtig sind. Oder ist da wirklich jeder aufgerufen, auf die mit Fingern zu zeigen? Ich erinnere nur an Maßnahmen wie Eheverbot und anderes. Oder jetzt die neue Idee, die da aus dem Kanton Glarus kommt, wo der Kura Bischof dann meint, dass Menschen, die geschieden sind und wieder heiraten, die Sakramente verweigert werden müssen, weil sie anscheinend in Sünde leben. Das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, auch wir erkennen heute, dass Glaube etwas anderes ist, wie jeden Sonntag in die Kirche rennen. Glaube sitzt tief in uns drin und Glaube ist Privatsache. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die Instanzen in der Schweiz das Ansinnen aus dem Kanton Luzern, die das Thema christlich und die christlichen Zeichen in die Verfassung einzubinden, ablehnen. Denn wir müssen, und das ist ganz wichtig, Glaube ist Privatsache. Und Staat und Kirche sind klar zu trennen. Denn in den vergangenen 1000 Jahren, beschäftigen Sie sich doch da einmal damit, haben Sie gesehen, was teilweise von dieser Institution alles gemacht, durchgeführt und vor allen Dingen sogar, ich erinnere mich an ein Bild von Papst Pius, wo er Panzer segnete in Rom, die dann danach Menschen töteten. Also wenn ich mir solche Dinge anschaue, dann glaube ich, sollte man eher mal schauen, was die Geschichte der Kirche so alles gemacht hat, ob das so richtig ist und ob das mit Gott und der gottgewollten Meinung im Einklang steht. Der weitere Punkt, um was es da geht, ist, wer heute die Natur der Frauen, was heute die Natur der Frauen genannt wird, ist etwas Künstliches. Das Ergebnis erzwungener Unterdrückung, das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe, sei eine Form moderner Sklaverei. Die Ehe ist die einzige wirkliche Leibeigenschaft, die das Gesetz kennt. Die Hausarbeit wird als Gefängnis für Frauen und als Tod bei lebendigem Leib qualifiziert. Die Unterschiede im Wesen von Männern und Frauen seien, so heißt es, keinesfalls angeboren, sondern Resultat der Tradition. Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu gemacht, schrieb 1977 Ursula Scheu. Schon 1949 hatte Simone de Beauvoir festgehalten, der Mensch ist keine natürliche Spezies, er ist eine historische Idee. Die Frau ist keine festlegende Realität, diese Sicht wurde zum gesellschaftspolitischen Programm. Es werden nicht als Mädchen geboren, werden dazu gemacht. So sei das Geschlecht kein unhintergehbares Schicksal, sondern ein Resultat von Erziehung und kulturellen Einflussnahmen. Stimmt, ist so. Unsere Erziehung ist natürlich
geprägt auf die unterschiedlichen Verhalten unserer, auf die unterschiedlichen Verhalten unseres Geschlechts. Da der Mann körperlich kräftiger gebaut ist, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die gibt es auf beide Seiten, wird er immer für diese Thematiken mehr in Anspruch genommen. Da die Frau die Möglichkeit hat, Kinder zu bekommen, wird sie immer eine gewiss andere Rolle spielen, wie Männer spielen. Aber wir fangen an, immer alles einzuteilen. Und schon sind wir wieder beim Thema der Regulierungswut. Müssen wir wirklich alles regulieren? Müssen wir uns von vornherein festlegen, warum überlassen wir denn nicht den Menschen, ihre Lebensgemeinschaft zu finden? Warum wollen uns Einzelne immer mit dem Pochen auf diesem unwiderlegbaren Wort, das da angeblich in der Bibel oder in anderen Dingen, wenn ich jetzt da durch die Welt reise und mir die Tora, die Kabbala, den Koran und andere Bücher anschaue, dann muss ich sagen, bin ich manchmal verwundert, wie diese ganze Geschichte immer so hingedreht wird. Und weltweit, muss ich immer wieder feststellen, hat die Frau, ich sage das mal ganz glatt, irgendwie die Arschkarte gezogen. Also in vielen dieser sogenannten Bücher ist sie immer verfügbar, hat zu Hause alles zu machen. Und gerade wenn ich in den orientalischen Raum gehe, sehe ich dann immer viel arbeitende Frauen und viel Tee trinkende Männer. Und ich weiß nicht, ob das alles so Gott gewollt ist. Und wenn es dann doch nur diesen einen Gott gibt, der für die ganze Erde zuständig ist, gleich was dafür ein Buch gerade als das der Religion und das einzig Wahre dargestellt wird und er das nicht verändert, ja, was ist denn dann mit seiner Allmächtigkeit? Da können wir uns immer wieder zurückziehen auf Dinge, ja, und er greift nicht ein und der Mensch muss selbst seine Erfahrungen machen. Aber jeden Tag wird in unser Leben eingegriffen, indem sich Einzelne hinstellen und uns dann sagen wollen, was denn Gott gewollt und Gott gemeint ist. Und anscheinend scheinen die auch das Recht auf die einzige Aussage von dem für sich nur in Anspruch zu nehmen. Naja, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt da weiterschaue, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Homosexuellen gelang es überraschend schnell, die öffentliche Diskriminierung zu überwinden und gesellschaftliche, rechtliche und teilweise auch kirchliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu erreichen. Damit haben sie nicht nur die überfällige Beseitigung ihrer gesellschaftlichen Diskriminierung erreicht, zusammen mit dem Feminismus ist es ihnen vielmehr gelungen, das biblische Menschenbild als Orientierungsmaßstab weitgehend aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verdrängen. Ja, es mit negativen Vorzeichen zu versehen für viele linke Kreise, jetzt kommen wir die Linken und die Rechten, ist das christliche Ehe- und Familienbild zum Zeichen einer gesellschaftsfeindlichen, der den Fortschritt behinderten Haltung geworden. Also dieses ganze Thema Homosexualität, lesbisch, was weiß ich, was es da alles für Richtungen und Auswüchse gibt, schauen wir uns doch wirklich mal an, wie viel Prozent das von unserem ganzen Lebensraum in Anspruch nimmt. Aber ständig werden die Dinge so hochgespielt, als wären sie alltäglich. Also natürlich kenne ich auch Männer, die homosexuell sind und ich habe damit kein Problem, weil jeder nach seinem Gutdünken, solange er mich in Ruhe lässt und auch meine Ausrichtung akzeptiert, ist doch alles in Ordnung. Und wenn er meint, er muss das so machen, ist das doch auch in Ordnung. Auf der anderen Seite, ob es richtig ist, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, lasse ich mal dahingestellt sein, denn wie gesagt, das andere Geschlecht scheint ja immer, was wir in der Vergangenheit so gelernt haben, ein wichtiger Part zu sein, dass sowohl Junge sich orientieren kann an männlich-weiblich und Mädchen sich ebenfalls an männlich-weiblich orientieren kann. Denn das Geschlecht ist nun mal von Gott gegeben und da gibt es zwei unterschiedliche. Und Gender-Mainstream hin oder her, der alles vereinheitlichen will, der da 7 und 8 verschiedene und Eltern 1 und Eltern 2 fokussieren will, da muss ich Ihnen ein Wort dazu sagen, ist für mich ausgemachter Blödsinn. Es gibt nun mal Mann und Frau, die können unterschiedliche geschlechtliche Praktiken leben, die können unterschiedliche Ausrichtungen leben, deswegen bleiben sie trotzdem Mann und Frau. Auch wenn wir heute aufgrund unserer fortschreitenden Medizintechnik den Mann zur Frau machen können und vielleicht auch die Frau zum Mann. Ich bin da nicht so informiert, weil das jetzt kein Interessensbereich von mir ist. Dann muss ich sagen, bleibt er im Ursprung doch, dass er war. Und das, was er war,
Das ist ja das, wie er geboren wurde. Und ich weiß nicht, ob sich die Schöpfung irren kann und der Moment, wo ein Leben gegeben wird, ob uns da nicht irgendwas gezeigt werden soll. Was sind die Ursache von diesen ganzen Dingen? Was ist die Ursache, dass erwachsene Männer plötzlich sich an Kindern vergreifen, egal wie wir das sehen? Was ist die Konsequenz von einer Frühsexualisierung im späteren Fall, wenn Kinder in Pubertät kommen und danach und so weiter? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Und wir müssen anfangen, wieder den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Hören Sie auf Ihr Herz. Das ist das Einzige, was Sie in Zukunft nicht belügen wird. Denn alle Machtinstrumente, egal von welcher Seite sie kommen, werden immer und immer wieder probieren, sie davon zu überzeugen, für sie tätig zu sein, beziehungsweise sich ihrer Doktrine unterzuordnen. Und das gilt für mich leider auch für die Kirche, die sich in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht immer als das Tolle herausgestellt hat. Ich möchte nur auf die jüngst bekannt gewordenen in ganz Europa und ich glaube sogar in der ganzen Welt Missbrauchsfälle in diesen kirchlichen Einrichtungen aufmerksam machen. Dort wäre es doch viel wichtiger gewesen, nach Gottes Gesetzen zu leben und somit das Kind zu ehren und dafür zu sorgen, dass es aufwachsen kann und dass ein Kind Kind sein kann und kein Arbeitstier und dass ein Kind sich entwickeln kann und seine Fragen hat und darauf ein Recht hat, Antworten zu kriegen. Das wäre etwas, was einer Gesellschaft zu Leibe steht, aber nicht das, was in diesen vielen Bereichen vorgefallen ist, auch in anderen Heimen oder mit anderen Dingen. Wie bringe ich denn mit dem Christentum die sogenannte, ich glaube, administrative Verwahrung in Einklang? Wenn ich mir dieses Zeitalter anschaue, wäre nicht da eher mal an der Zeit gewesen, die Bibel aufzuschlagen, besonders wo der Bereich der Liebe erwähnt ist? Besonders dort, wo Jesus sagt, lasset die Kindlein zu mir kommen, hat er gesagt, nur die, die aus ordentlichen Ehen stammen, hat er gesagt, keine Mischlingskinder, hat er gesagt, keine Rothaarigen oder keine Schwarzen. Nein, er hat gesagt, lasset die Kindlein zu mir kommen. Und zwar alle und ausnahmslos. Weil das Kind, was aus wie auch immer einer gearteten Beziehung entsteht, ist doch, wie wir eben gelesen haben, ein Geschenk Gottes. Also, wieso stellen wir dann in Frage, wenn es aus einer Beziehung kommt, die wir per Gesetz oder per unserem übertriebenen Law and Order sind, klassifiziert haben? Haben wir das Recht dazu? Ich möchte auf einen anderen Passus hinweisen. Urteilt nicht, auf das ihr nicht selbst geurteilt werdet. Sollten wir uns das öfter vielleicht einmal zu Gemüte führen und aufhören zu be- und zu verurteilen? Und endlich mal die Worte Freiheit, Nächstenliebe, Menschlichkeit, Toleranz wieder zu unseren Werten zu machen, zu den Werten zu machen, die wir eigentlich für ein goldenes Zeitalter bräuchten. Und dann noch etwas. Kein Zeitalter wird sich verändern, wenn sich der Mensch nicht verändert. Und solange wir ständig hingehalten werden, alte Doktrine wieder aufleben zu lassen, wird keine neue Welt entstehen. Warum wird keine neue Welt entstehen? Weil wir sie selbst dadurch verhindern. Aber schauen wir noch einen Absatz weiter. All diese Bewegungen suchen letztlich die Abschaffung der biblischen Schöpfungsordnung. Schon wieder das Wort Ordnung. Also dieses Wort wird langsam zum Antiwort des Jahres. Manche Menschen scheinen ohne Regeln gar nicht existieren zu können, weil sie wahrscheinlich Selbstverantwortung ablehnen und immer jemanden brauchen, der ihnen eine Ordnung überstülpt. Aus der Gleichgültigkeit gegenüber Gott ist erklärte Feindschaft geworden. Die Humanität hat Gott ersetzt, schon der französische Philosoph Auguste Comte, 1789 bis 1857 hat erklärt, das Christentum sei unmoralisch und antisozial. Eine Meinung, die heute zunehmende Akzeptanz erfährt. In seinem Buch Der Gotteswahn bezeichnete Richard Dawkins das Christentum als eine menschenfeindliche Religion, den Gott der Bibel als ein Monster und das Erscheinen des Christentums als den schlimmsten Schlag, der die Menschheit jemals getroffen habe. Also auch dieser Meinung möchte ich mich so nicht anschließen, denn wie gesagt, es gibt auch, und ich habe die Bibel gelesen, auch viele Stellen, die uns genau zeigen, wo der Ursprung der Menschlichkeit liegt. Aber nicht,
wenn es dogmatisiert und stigmatisiert wird und uns in Ketten zwängt und uns immer mehr Regeln aufgelegt werden, wie, ich möchte nicht ins Detail gehen, einige Dinge da sind, die uns nicht zu freien Menschen machen, sondern zu Sklaven. Auch am Bolschewismus sei es schuld. Dawkins ist nicht allein mit dieser Ansicht. Sein Buch war auch in deutscher Übersetzung ein Bestseller. Ohne Herkunft keine Zukunft. Europas Identität ist während einer über 1500-jährigen, also einer über 1500-jährigen Geschichte durch das Christentum geprägt worden. Naja, also wenn wir uns da jetzt den 30-jährigen Krieg anschauen und uns im Prinzip überlegen, dass dort Reformierte gegen Katholische zu Felde zogen, 30 Jahre sich die Schädel eingeschlagen haben, gemordet, geplündert, vergewaltigt, gebrandschatzt haben. Also ob wir auf diese Traditionen aufbauen wollen, ich glaube, das tun wir dann eher besser nicht. Die EU hat jedoch im Entwurf zu einem Vertrag über eine Verfassung mit keinem Wort diese christliche Herkunft erwähnt. Jeder Mensch bezieht seine Identität aus seiner Geschichte. Wer sein Gedächtnis verliert, verliert auch seine Identität. So ergeht es auch den Völkern. Wie ein Mensch ohne Gedächtnis nicht weiß, wer er ist, so wissen auch die Völker der EU nicht mehr, wer sie sind. Man hat sich von Gott und dem christlichen Menschenbild als gesellschaftlicher Norm verabschiedet. Also, Herr Pfarrer, auch wenn ich mich von christlichen Werten so, wie eine Kirche sie lehrt, abgewendet habe, weil ich der Meinung bin, sie behindert mich, habe ich mich nicht von Gottes Wort abgewendet. Denn um gläubig zu sein, brauche ich weder eine Kirche, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, noch einen Pfarrer. Ich brauche die Verbindung zu meinem Schöpfer und das Wissen, dass er mich geschaffen hat und das Wissen, dass er da ist. Und ich brauche da auch sonst nichts. Und verlieren tue ich mich bestimmt nicht. Denn an jedem Acker, an dem ich vorbeifahre, werde ich durch das sogenannte Symbol unseres Christentums erinnert. Ein Kreuz, was in falscher Form abgebildet ist. Nur so als Nebensatz. Damit befindet sich die europäische Gesellschaft in der totalen Orientierungslosigkeit bzw. im Relativismus. Jede Norm und jede Wahrheit gilt nur, insofern sie von jemand für wahr gehalten wird. Es ist ähnlich wie im alten Rom. Jeder darf seinem Gott anhängen oder auch ihn verlassen. Doch niemand darf behaupten, dass es einen lebendigen Gott gibt, der über allem steht und dem alle verantwortlich sind. Als etwas absolut Wahres zu glauben, wird von der Gesellschaft zunächst mit öffentlicher Diskriminierung geahndet und zunehmend durch Gesetze unter Strafe gestellt. Ja, liebe Zuschauer, denken Sie selbst darüber nach, was Sie glauben wollen und was nicht. Und nur Ihr Herz und Ihre innere Stimme wird Sie in Zukunft leiten können. Denn der Wahnsinn der Überflutung und der Kontrolle wird immer mehr zunehmen. Sie können dem nur entkommen, wenn Sie in sich reinbleiben und wenn Sie in der Stille, in dem Moment, wo Sie sich in sich fühlen, die Hilfe Gottes erbitten und gleichzeitig wissen, dass er immer bei Ihnen ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und lassen Sie sich nicht vom Wege abbringen. Es war schön, dass Sie wieder bei uns waren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.